Mann. Das ist immer ärgerlich, wenn man so besondere Situationen hat. Und noch komplizierter wird halt. Warte mal, siehst du, ich wollte mal was ausprobieren. Ich gehe mal ganz kurz hier rauf. Nee, ist noch nichts verfügbar. Schade. So, 110 Spielstunden haben wir jetzt mit dem neuen Spielstand schon. Ich würde mal sagen, das läuft doch. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass man diese 1000 Stunden auch noch rumkriegt. So, da wollen wir hoffen, dass wir auch gleich die Wächter da platt kriegen. So, bei der Base, da überlege ich nebenbei auch noch. Ich wollte ja einmal gucken, dass ich schon irgendwie ein Vorkommen für Sauerstoff-Mining finde. Dass wir da so eine Mining-Systeme aufbauen können. Den Generator-Tower müssen wir noch fertig machen und ich überlege sogar, ob ich nach oben irgendwie eine Plattform baue. Dass ich sozusagen in der Luft meine Base halt habe. Oder ob ich erstmal bloß schlicht und einfach so ein Kastenhäuschen mache, so eine Art. Oder ich baue mal wieder tausende Tower. Und auf den Towern kommt dann eine fette Plattform mit allen Gedöns, was es so gibt. So, da muss ich auf dem Planeten auf jeden Fall noch Portal-Dinge noch finden. Weil Portal wäre an sich auch noch nice. So, das kann sich jetzt bloß um Jahre halten. Oh, perfekt. Okay, gegen Angriff verteidigen. Aber erstmal muss ich das Ganze wieder hier rendern lassen. Sonst lüppt das nicht. So, da kriege ich ja nebenbei schon mal das hier aufladen. Okay, die übertreiben direkt. Okay, dann muss ich auch direkt übertreiben. Komm, ich übertreibe gleich mit. Ja komm, da brauchen die jetzt auch gar nicht so blöd gucken. Sag mal, kannst du mal aufhören, die zu reparieren? Das ist unhöflich, das macht man nicht. Sowas Unhöfliches habe ich auch noch nicht gesehen. So. Oh, ihr wollt mich ja richtig ärgern. Oha. Tut mir leid, dass ich auf jeden Fall existiere hier so, ne? Also, kann man mal machen. Warte mal. Plasmawerfer, ich glaube, der war aber. Muss ich mal kurz gucken. Ah, die Paralysemörser war das. Macht er das in der Umgebung? Ah, scheint so. Ey, fliegt doch nicht weg. Oh, ihr seht aber ganz schön viel hier, ne? Also, die kennen sich wohl. Ah, ich muss gleich mal nachladen, ne? Genau, reparier du schon mal. So, ist auch wieder vorbei mit reparieren. Ja, wollte er weg, ne? So, lad nach, lad nach.
Also das mit den Stun ist tatsächlich richtig OP. Hätte ich mal früher nutzen sollen. So. So, einmal nochmal durchladen. Ja, komm, du kriegst auch nochmal einen Stun weg. Warte. Geht gleich weiter. Dankeschön. So, du willst verstärken bestimmt rufen, ne? Hä, was willst du reparieren? Hast du Schaden? Ach so, da war noch einer. Okay. Ich dachte schon, ich müsste mir Sorgen machen. Wir bloß den Loot eben aufsammeln. Ui, ui, ui. So, ich hoffe, dass nur die kleinen Drohnen kommen, nicht, dass gleich auch noch die fetten Wächter kommen. So, zack. Oh, Stufe 2. Verdammte Schwarm, wird zu deiner Position gezogen. Verlass das Gebiet. Ach so. Jetzt wollen wir also bloß verstecken. Ja, fahre mich nebenbei, ne? Die werden mich schon nicht finden. Oder? Ach, die fliegen doch noch ein bisschen rum. So, da wollen wir noch mal ein Gebäude nebenbei angucken. Ach so, nee, ich muss es sowieso hier hinten hin. Und ich kann was Neues bauen. Ja, da steht er wieder in der Ecke. Oh, war die schon immer da? Weil letztens hatten wir ja das Problem gehabt, die haben sich reingesetzt, sind immer wieder aufgestanden und sind hin und her geglitscht. So, was können wir denn Schönes hier machen? Erstmal Status. Die Schuldenuhr, die ist auf, ja, fast eine halbe Mille hochgegangen. Perfekt. So, immer noch nicht besser geworden. So, dann müssen wir weiterbauen. So, was können wir bauen? Ein Saloon oder ein Turm? Die Bürger haben mit Hilfe von Spezifikationen um die Entwicklung folgender Gebäude gebeten: Tanzlounge und Kühlmittelfabrik. Die Daten zeigen eine Zustimmungsrate von 45% für das Gebäude Tanzlounge, während 44% für das Gebäude Kühlmittelfabrik sind. Boah. Also, ich weiß, hier geht Produktivität halt runter. Also das müssten wir eigentlich machen. Aber ich hätte eher Bock auf sowas, ne? Das ist echt eine gute Frage. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei den Gags das so war, dass die übelst auf Kühlmittel abgefahren sind. Ich weiß, irgendeine Spezies hat da übelst Bock immer drauf gehabt. Aber hier bekommen wir auch Bürgerzufriedenheit, ne? Also, hier gibt es einmal Fettproduktivität. Und hier gibt es halt. Ja. Ah, das ist schwierig. Und hiermit könnte man halt wieder Stones machen, ne? Ist halt auch bloß wieder 1% Unterschied. Ich hoffe einfach, dass man die später noch bauen kann. Ich mache erstmal das hier, damit man die Siedlung eventuell ins Plus bekommt. Magnetisiersphärit brauchen wir 280 Stück. Ach so, und sieh mal da. Die Metallfinger. Jetzt zum Beispiel Gold wieder und so, aber das farm ich jetzt einfach erstmal nicht. Ich konzentriere mich jetzt erstmal tatsächlich auf. Oh, hier bekommt man chromatisches Metall sogar direkt raus. Genau, ich konzentriere mich jetzt erstmal hier auf das Farmen.
Das muss ich nämlich sowieso jede Menge farmen tatsächlich. Oh, da haben wir einmal überhitzt. Warum hört sich das immer so an, als wenn hier so ein fetter Kampfler irgendwo rumläuft? Sind die schon wieder da am Rumballern? Tatsächlich. Wollen die mich verarschen? Warum schießt denn hier immer dagegen? Sag mal, habt ihr eine Vollmeise? Die haben ja wirklich hier heute wirklich ein zu viel genommen. Immer auf die Siedlung rauf, ne? Ja. Komm, machen wir mal down. Das ist ja eine Frechheit. Genau du. Komm mal raus hier aus Siedlung. Komm mal mit. Ja, nee. Mach mal Kraftfeld weg. Komm mal mit. Ja, eure Drohne da hinten, die soll mal mitkommen. Die hängt da schon wieder fest. Die will schon wieder Siedlung fetzen machen. So, kommt doch mal mit. Geh mal deinen Kollegen da reparieren, damit er mal hinterherkommt. Aber die hat irgendwie keinen Bock, die Drohne da hinten. Die ist ja irgendwie ein bisschen fehl am Platz. So, ui. Da sage ich nicht nein. Und doch wiedersehen. So. Schießen die schon wieder gegen die Siedlung oder was? Ich hoffe, die kommen mal hier ein bisschen rum irgendwie. Oh ja, komm, die sanken uns auch noch direkt ein. Wenn wir schon dabei sind. Ach ja. So, können wir den auch noch mal eben aufladen? Perfekt. Kurz mal nachladen. So, jetzt ist Stufe 3. Jetzt verziehen wir uns mal hier eben. Genau, ich hoffe. Ah, gut, ihr seid nicht bei der Siedlung gespawnt, das ist gut. Ui, was machst denn du hier? Oh Gott. Warum bist du nur aggressiv? Hier, ich fütter dich mal eben. Mach ein paar Wächter glatt. So, ich würde sagen, lass die Wächter erstmal suchen. Ich habe hier einen schönen Berg. So, ich kann doch mal eben mal gucken. Oh, Mining Hotspot. Ah, der ist wieder hier so auf einer Klippe oder was? So, mal gucken. C-Dioxid, nee, das ist nee, so was brauche ich nicht. Gasansammlung? Oh, die ist ein bisschen weiter weg. Mal gucken. Also wenn ich Glück habe, ist das Ding mal wirklich auf so einer Ebene. Weil da kannst du halt wenigstens noch gut drauf bauen. So.
Ja, das sieht schon mal gut aus. So einigermaßen. So. Einmal Gönnung, einmal Gönnung, einmal Gönnung. Und Gönnung nicht vergessen. So, wo muss ich hin? Da. Ach, das ist wieder auch so ein Bergding, ne? Obwohl, wenn das hier zwischen ist, wäre es nice. Ja, hier würde auch noch gehen. Hier müsste man nicht allzu viel terraformen. Sauerstoff. 35, 36, 37. Neununddreißig war hier schon. Das ist nicht viel tatsächlich. Ah, maximal ist hier 40 möglich. Naja. Das speichere ich mal eben so ein bisschen. Finde schade, dass man nicht sagen kann, hier, such mal direkt den nächsten. Kein Hotspot. Schade. Aber hier gibt es die vergrabenen Technologiemodule ja auch. So, und hier ist irgendwas, was ich gerade nicht kenne. Ein Wegpunkt. Okay, das ist nice. Der ist gar nicht so weit weg. Kleinere Siedlung entdeckt. For real? Noch eine? LOL. Wie weit bist du weg? 9 Stunden. Wer hat dich denn veräppelt? So, da will ich mal direkt testen, ob man wirklich nur eine haben kann oder ob man mehrere haben kann. Aber ich würde sagen, man kann wahrscheinlich nur eine haben wegen der Quest. So, statt 9 Stunden würden wir jetzt eine halbe Stunde brauchen. Machen wir aber nicht, ne? Wir gehen im Orbit. Hauptgeschwindigkeit. Oh, das ist ja wirklich komplett auf dem anderen Polarkreis. Aber ich bin mal gespannt, wo die steht. Okay, auf jeden Fall. Gebirge ist hier überall. Oh. Die hat sogar eine Landefläche. Aber ich glaube nicht, dass das so eine Siedlung ist, wie ich da hinten habe. Sieht mir aus wie ein Handelsaußenposten, sowas. Mal gucken, kann man sich das auch gönnen? Oh. Und. Die sind nichts gut. So, ui, der sieht schön aus. Ach, der macht bloß hier so nebenbei sein Ding so ein bisschen. So, selbst ist ein Kessel. Eine ungewöhnliche Zutat. Na, Morty, glaube ich eher weniger. Ich würde sagen, lebender Schleim, ne? Flüssigkeit anschließen und zwingen Gefäß um. Natürlich schlürfen wir runter den Kram. Na, perfekt. Gut, da haben wir wohl
eben mal ein bisschen Schaden kassiert, weil wir einfach mal gekotzt haben. Perfekt. Einfach Kohlenstoff bewahrt er den Behälter hier auf. Wait a minute. Ich habe gesehen, hier gibt es eine Handelsstation. So, was haben wir hier? Oh, Ferritstaub. Direkt einmal alles leer kaufen. Paraffinium. Auch mal direkt alles leer kaufen. Ah, komm, da können wir unseren den Vorrat nochmal aufstocken. So, wegkaufen. Was haben wir denn dabei? Genau, die können wir mal eben wegballern. Ich glaube, die brauche ich für nichts. Den haue ich auch mal mit weg. Ah, ich glaube, das brauche ich auch für nichts. Also für nichts Besonderes momentan. Was haben wir denn hier noch? Ich würde sagen, der Rest ist alles wieder wertvoll, ne? Eine Leopardenfrucht. Alter. Genau, die hier kann ich ja wegmachen. Die Knochen. Genau, hier haben wir sogar noch einen für eine Mille. Hier einer fast eine halbe. So, wieder gut Stones gemacht. Achso, da ist ja noch einer. Ja, mehr können wir da leider nicht machen. Kann mal gucken, ob das hier wieder Restock ist. Und ne, das dauert noch. Wo geht's denn hier hin? Achso, hier geht's wieder nach draußen. Der verkauft mir irgendwelchen Exokram bestimmt. Ah, der Longin. Genau. Hat Baupläne für Technologien so wie viele der Komponenten, die dafür benötigt werden. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, gut, das ist halt blöd, ne? Die kenne ich alle schon. Jetzt wäre halt noch optimal, wenn er jetzt hier alles noch in S-Klasse hätte. So, dann gucken wir mal, was hat er denn noch? Der hat ja nicht nur das, der hat ja auch die Komponenten. Ja, also da würde ich sagen, erstmal Gönnung. Genau, die baue ich wieder auf Vorrat, aber der hat nicht so viele. Aminokammern hat er. Die brauchte ich für irgendwas. Geborgene Daten. Das ist OP. Ich weiß nämlich nicht, ob der einen Restock drin hat, weil das kann ich mir dann jedes Mal bei ihm holen. Das wäre nützlich. Weißt du was? Ich warte einfach mal hier so ein bisschen. Ich guck mal, hier müsste ja auch irgendwo eine Antenne sein, oder? Ja, da drüben. Und dann gucke ich mal, ob sich das gleich wieder aufgefüllt hat oder nicht, weil dann könnte ich die geborgenen Daten immer daraus fischen. Einmal überall Gönnung. Oh, nochmal gucken gehen. Ah, hat er wieder was im Angebot? Komponenten. Nee, hat er tatsächlich nicht. Aber den Ort muss ich mal merken. Der ist interessant. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht, ne? Nee. Was? Gott, das kann er mir wegmachen. Ich will das hier haben.
Genau. Weil das ist interessant. Und eine Landefläche hat er auch noch. Achso, wir müssen erstmal wieder in Orbit. So, weil jetzt müssen wir noch ein bisschen was an der Base zimmern. Wir müssen noch magnetisiertes Ferrit, war das, glaube ich, oder reines Ferrit müssen wir noch produzieren. Wait a minute. Ah, doch, hier bin ich richtig. Bin ich mal gespannt. Ich war ja einen Tag, war ich jetzt nicht drin im Game. Ob denn alles schon wieder, was ich geterraformt habe, weg ist oder ob das tatsächlich noch da ist. So, den parke ich mal eben hier. So, hat noch genug Energie. Passt. Achso, jetzt lohnt sich ja das Scannen richtig, ne? Ach, der farmt sogar direkt in meiner Base, ne? Okay, geterraformt ist, bleibt geterraformt. So, hier haben wir magnetisiertes Ferrit. Achso, das brauchen wir für die Base da oben. Okay, perfekt, dann gehen wir da mal eben hoch. Weil später, ich weiß nicht, ob das geht, würde ich doch sagen, würde ich mir einen Teleporter da hochbauen. Oh, ja, böse Pflanze. Und ich überlege, ob für den Anfang, ob ich irgendwo auf einem anderen Planeten in diesem System so ein Sauerstoff-Mining machen sollte. Oder ob ich das, egal welche Klasse jetzt dieses Mining-System dann hat, einfach auf den gleichen Planeten das alles mache. So, das hauen wir mal hier rein. Also das letzte hatte, glaube ich, immer eine Stunde oder zwei gebraucht. Aber ich meine immer eine Stunde. Dann müsste das jetzt hier immer 2 Stunden brauchen, oder? Mal gucken. Ne, auch eine Stunde. Ach so, wir haben ja noch was vergessen, ne? Das Wichtigste von allen. Die ganzen Tierchen mal wieder füttern. Bitteschön. Hau mal ein Ei raus. Perfekt, da freut er sich. Da tanzt er auf dem Ei rum. So, lass mich raten, du hast wieder Hunger. Ja. Oh, bitteschön, da hat er wieder was. So, holen wir mal den nächsten ran. Oh, der ist größer geworden. So. Presst er sich wieder was raus. Hat's geklappt? Nee. Oha. Das hat sich aber schlimm angehört. Bleib mal stehen. Du hast aber bestimmt auch wieder Hunger, ne?
Er rennt weg und hat Hunger. Bleib doch stehen. So. Einmal Gönnung. So, mal gucken. Und dann haben wir noch den kleinen Igel hier. Aber ich glaube, der ist immer noch zu klein dafür, ne? Oh nee, der ist tatsächlich auch ausgewachsen jetzt. Gut. Nice, jetzt haben wir von dem auch eins. Ja, hier. Jetzt bekommst du ja auch nochmal wieder was. Perfekt, da freut er sich. So, warte mal, jetzt musst du da bloß mal runtergehen. Du stehst da nämlich noch so ein bisschen drauf. Nice. Die hau ich später alle nochmal im Frachterlager rein. Und irgendwann, wenn ich mich damit mal richtig eingefuchst habe, dann werde ich das auch so machen, dass man da speziell mal guckt, wie das funktioniert mit diesen Farbenranzüchten und so. Also mir ist aufgefallen... Mir ist auf jeden Fall aufgefallen mit den... Jetzt komme ich gerade tatsächlich nicht auf den Namen von diesen berühmten Bällen. Ich habe vorhin noch einen Verkauf gehabt. Warte mal, ich brauche bloß den Scanner auspacken. Irgendwo wird doch bestimmt gerade einer sein. Gravitino, genau. Gravitino-Bälle. Damit kriegt man auf jeden Fall schon mal gute Sachen hin. Ich habe mir nur das Ergebnis noch nicht angeguckt. Also der hatte bis jetzt bei mir, wenn ich den reingemacht habe, immer 100% Mutation irgendwo drin. Also bei der ersten auf jeden Fall. Achso, ihr müsst wieder Strom produzieren. Perfekt. Warte mal, jetzt überlege ich gerade. Irgendwas wollte ich doch. Genau, erstmal aufladen. So, hier haben wir das so gemacht. Genau, hier wollten wir eigentlich noch alles voller Batterien machen. Autonome Bergbaueinheit. Achso, siehst du, ich komme ja gar nicht da drum rum. Ich muss ja mein Schiff eigentlich herrufen. Kann ich eine Landeplattform bauen? Das, nee, das ist Würfelraum. Ne, die habe ich ja noch nicht erlernt. Wie viele Technologie-Module habe ich? 3 Stück. Okay, ich würde tatsächlich meinen, dass ich mir mal eben welche davon zusammensammle. Warte mal, der ist da 100, der müsste weniger, ne? Oh ne, der andere ist dichter. Dann farm ich mir die mal eben. Weil dann habe ich wenigstens eine Landeplattform, dann muss ich mein Schiff die ganze Zeit auf dem Planeten hier schrotten. Achso, und wenn ich schon dabei bin. Dann nehmen wir hier ein paar Steinchen farmen. Der geht aber gut. Da haben sie ja direkt einen großen Felsen. Und einen Gravitino-Ball neben mir irgendwo. Oh, das Ding baue ich doch gerne ab. Gucken, wo ist der? Der müsste irgendwo hier sein. Ach, da unten. So, da haben wir schon mal eins. Wo haben wir den nächsten? Da.
Ach komm, ich halte da überall immer ein bisschen drauf. Eieiei. Weil das werde ich nachher fürs Bauen auf jeden Fall Massen brauchen. Mein Raumschiff habe ich ja noch nicht, also allgemein Technologie habe ich ja noch nicht so fett aufgerüstet. Sonst hätte ich ja mit dem Raumschiff auch einfach jetzt hier rüberbrettern können. Die ganze Zeit auf den Planeten schießen und da wären auch ordentlich Steine dazugekommen. So, da gab es chromatisches Metall und ein bisschen Land. Wait a minute, bin ich ja gerade vorbeigeheizt? Down. So, zack. Und wo haben wir das nächste? Also ich meine, sowas geht eigentlich relativ zügig so, diese Daten halt zu sammeln. Manchmal sind sie dicht, manchmal sind sie ein bisschen weiter weg. Aber so geht's eigentlich. So, hier haben wir noch ein paar Kristalle, aber ich glaube, ich brauche davon bloß die großen eigentlich. Etwas anderem kann ich eigentlich gerade nicht viel anfangen. Ui, da ist schon wieder ein großes Raumschiff geflogen. Warte mal. Das nehme ich doch direkt mal mit. Das ist irgendwie eine große Station. Ich habe sowas schon mal gesehen, aber ich weiß gerade nicht, was das ist. Ich glaube, das war irgendwie so eine Raumbibliothek. Alter. Das ist ein fetter Oschi. So, warte mal, mach ich mal das Licht so? Na gut, ein bisschen für den Nebel gerade. Aber sollte passen. Perfekt. Oh, und die großen Kristalle, die brauche ich natürlich. Oh, was ist das? Ach, uralte Ruine, okay. Hier, die braucht man tatsächlich für dieses Raumschiff, damit man alles aufladen kann. So, die nehmen wir mal mit. Perfekt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das da hinten ist. Okay, die sind ja alle übelst am Ausrasten. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Stein. So, einmal laufen, laufen, laufen. Rekord für hier gelernt. Perfekt. Oh, einmal Gönnung. Was ist das? Archiv. Okay. Bin gespannt, was das kann. Ach so, und hier war irgendwas Gefährliches noch. Vielleicht kann ich das noch scannen. Ja.
Das sieht aber sehr interessant aus hier. Ich weiß nicht, was man mit Archivdingern macht. Das sieht aber schon sehr angenehm aus hier. Kann ich bloß ein Raumschiff rufen? Mehr geht hier nicht. Und die landen auf verschiedene Raumschiffe tatsächlich. Okay, das muss erkundet werden. Oh, das gehört sogar den Geeks. Nice. Was ist das hier? Artefakt-Tauschfach. Des ökologischen Fass. Gesichert. Verwalter des Simmels-Archivs suchen nach Artefakten von kultureller oder biologischer Bedeutung. Archäologen werden für sämtliche Beiträge entschädigt, übermittlere den Fach ein neues Artefakt, um es gegen ein archiviertes Artefakt von gleichwertiger oder größerer Seltenheit aus einzutauschen. Ah, okay. Das ist interessant, weil der Jan, der bei uns auch mitgespielt hatte, der hatte mich außen eine Proben gefunden und ich wusste zum Beispiel nicht, wofür die da sind. Der hat zum Beispiel eine biologische gehabt, kann man hier abgeben. Artefakte und Schätze und Proben, das habe ich ja alles noch im Frachter tatsächlich drin. Das kann ich denn hier wohl austauschen. Gibt es auf Rückseite Aufwand? Nee. Hä? Was war das? Was habe ich gemacht? Ich weiß nicht. Was bist du denn für ein... Achso, so ein Plattschiff. So, und du bist Technologiekaufmann Oskov. Hat Baupläne für... Ah, okay. Ja, also das lohnt sich doch richtig. Kommen wir hier auch wieder. Direkt geborgene Daten, 4 Stück. Halbleiter. Thermischen Kondensat und Stickstoff wird hergestellt. Für viele elektronische Geräte, okay. Nehme ich mal mit. Also das Ding müsste ich mir mal irgendwie speichern auf jeden Fall. Oh, hier gibt es einen nächsten Händler. Ich habe das Abzeichen dieses Aliens schon einmal gesehen. Er ist ein Mitglied der Entdeckergilde. Er scheint an den Daten, die ich zu bieten habe, nicht interessiert zu sein. Vielleicht kann mir der Missionsagent... Achso, okay. Die habe ich noch nicht gelevelt. So viele Hangar-Dinger. Okay, hier gibt es noch was. Okay, das nehme ich mir direkt wieder mit. Zack. Oh, doch, das kann ich mir auch direkt mal gönnen. Zack, die brauche ich ja beide. Oh, die haben nichts zu erzählen. Her. Sieht aufgewühlt aus. Sprachfähigkeit. Schiff. So, mal gucken. Schade. Das Piraten, den kommen wir nicht rein. Oh, doch. Wozu ist hier ein Laser? Himmelsarchiv. Planetares Archiv. Oh, nice.
Sprachbefehl. Interstellar? Gebrüdeter, das muss doch richtig sein. Siehste? Perfekt. Entschlüsseln. Überall um mich herum werden Hologramme von eindrucksvollen Fabriken projiziert. Ich höre eine Gegenstimme. Das Vulcan-Oberkommando kümmert sich nicht um Profite. Es werden keine Freunde, keine Verbündeten und keine Beteiligung geboten. Sie haben den Anspruch, ein ehrbares Volk zu sein. Sie bezeichnen sich selbst als gut und gerecht. Doch seht die Kriegsfabriken, die Kampf. Was? Die Kampfenzyme, die fleischigen Schaltkreise, die Quelle allen Mutes und aller Stärke, seht die geernteten Organe der Ketzer, der Schwachen. Okay, die sind aber ein bisschen krass drauf, ne? Ich glaube, die haben irgendwie so ein bisschen Kriegslaune. Die Vulcans sind Heuchler, sie sind Lügner, sie weigern sich zu akzeptieren, dass die Gek sich verändert haben. Sie drohen uns, doch sie greifen uns nicht an. Das Archiv umfasst noch mehr hundert weitere Einträge dieser Art. Eine Parade der Gräueltaten. Mehr Beweise zur mutmaßlichen Verderbtheit der Vulcan und der Überlegenheit der Gek. Interessant. Noch mehr zu machen? Kann ich hier noch mehr machen? Das ist bloß Passworteingabe. Okay, ich könnte das jetzt nicht mal. Ach nee. Der zeigt mir bloß diese eine Geschichte an. Aber scheinbar kann ich hier gerade nichts machen. Aber das Coole ist, einmal gibt es hier halt Händler und. Was? Oh, jetzt kann ich mit euch schnacken. Was seid ihr für Dudes? Sprachfähigkeit üben, mal gucken. Komm, das kriegt er doch hin. Oh, was? Oh, 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 oh. Ei, ei, ei. Okay, der kann mir doch bestimmt ein Wort beibringen. Jede scheint für ein Konzept zu stehen, das ich erlernen könnte. Reisender-Symbol. Okay, finden erlernt. Aber das sieht interessant aus. Das muss ich auf jeden Fall irgendwann auch mal testen. Aber jetzt frage ich mich, kommt man da vielleicht hoch? Ich muss mal gucken, ob man da hochfliegen kann. Moin, Deso. Ja, alles soweit fit. Jetzt habe ich hier gerade so ein Archiv gefunden, so ein übelst fettes Teil. Ich will mal gucken, ob ich da vielleicht hoch kann. Nee, warte, das war zu fett. Okay, immer hier an der Kante lang. Uiuiui. Uiuiui, der hätte sich beinahe die fetten Füße gebrochen. Der Fettfighter da. Okay, mal gucken. Okay, vielleicht ist es auch gewollt, dass man da nicht hochkommt.
Na gut, ich habe auch noch nicht das beste Jetpack hier. Oh, okay. Einmal Jetpack aufladen. Ich will mal gucken, ob man da vielleicht ganz oben hochkommt. Ja, auf jeden Fall zu fett. Daran liegt das. Ich habe auch mein ganzes Inventar ist komplett vollgeballert mit irgendwelchen Sachen. Aber ich habe hier OP-Trader. Die verkaufen mir tatsächlich technische Datenmodule, so was. Was du ja für Rezepte und sowas brauchst. Mal gucken, gibt es hier irgendwo so eine Landefläche für ganz fette? Das geht nicht gut aus. Ja gut, also ich habe eigentlich jetzt gedacht, dass das Ding jetzt so eine Delle bekommt, aber nee, so fett ist er noch nicht. Nee, das wird so nix. So, erstmal runter. Ach so, und zu den Proben, da gibt es bei solchen Archiven, also das ist wirklich so ein ganz fettes Gebäude hier auf dem Planeten, so eine Kästen und da kannst du diese Artefakte und Proben eintauschen. Also da kannst du dann biologische Proben und all sowas entweder gegen ein neues Artefakt oder einen gleichwertigen tauschen halt. Biologische Proben, vergessene Artefakte und ausgegrabene Schätze. Auch schon mal gut zu wissen, dass man weiß, wohin mit den ganzen Dingern. Weißt du was? Der Ort hat sowieso das gleiche, was der andere auch hat. Und ich will mal eben kurz gucken. Warte mal, bist du der Trader gewesen? Ich glaube schon, ne? Oder warst du der von der Gilde? Ja, du warst der Trader. Mal gucken, hat er wieder einen Restock? Nee, hat er noch nicht. Der verkauft nämlich diese geborgenen Daten. Hat er vorhin 4 Stück drin gehabt. Ich habe aber gar nicht geguckt, was für Technologie hat er eigentlich. Also hier Baupläne. Auch bloß die Standarddinger. Schade. Ach was, das müssen die abkönnen. So, hol mal erstmal den Frachter hier rum. So, erstmal kurz Schiffchen ranholen. Was ist mit meinem Begleiter? Warum? Der hat Angst. Warum ist er denn da hinten? Der hat doch eine Meise. Einmal bitte in den Hangar rein. Da ist die wunderschöne Brücke. Das mache ich immer so, wenn ich in den Hangar möchte. Aber irgendwie... Ach so, ich habe schon Angst gehabt, der Westack. So, perfekt. Okay, komm halt noch dichter mit dem Schiff. So, siehst du, Raumschiff ist voll. Inventar ist gut gefüllt. Also, ja. Was will man mehr? So, jetzt gucke ich mal. Irgendwo meine ich, ich habe noch so eine Probe irgendwo. Warte mal, was ist das hier? Ist das ein Artefakt irgendwas? Vergessenes Artefakt. Gut. Das nehmen wir schon mal mit. Der Anzug hat bloß noch 3 Plätze, by the way. Genau, hier kann ich ja schon mal die ganzen Eier reinballern. So, zack. Ich glaube, ich müsste noch 3 Stück haben oder 2. Genau. So, das klappt doch schon mal. So, mal gucken, aber ich glaube mir... Oh, doch, hier habe ich noch was.
Es müsste, glaube ich, auch eine Probe sein. Würde ich jetzt mal meinen. Nehme ich mal mit. Genau, und hier habe ich noch einen ausgegrabenen Schatz. Nee, warte mal, das ist eine Probe. Warte mal, nee, ich mache das anders. Also man kann auch einen Haufen Scheiße tatsächlich bekommen. Ich nehme mal nur legendäre mit. Genau, das Ding ist ja dann wahrscheinlich keine Probe, obwohl. Doch, das ist auch eine Probe. Komm, ich nehme das einfach beides jetzt mit. Let's go. Ja, weil die kriegst du ja, glaube ich, auf Klasse S. So, wo habe ich denn jetzt den Marker gesetzt? Da. Einmal landen, bitte. Oh, er landet sogar mal richtig. Ehre. Das Schiff möchte kein Landefeld mehr sein. Es hat gelernt. Ach so, dafür habe ich mir jetzt aber einen Scanner geholt. Womit ich jetzt halt auch richtig fett Units einfach so passiv mache halt. Ich weiß noch nicht, habe ich gerade was zum Scannen? Ich scanne eine Sache, 26.000. Ich scanne die nächste Sache. Oh, da zeigt er mir den Preis gerade nicht an. Alles auf dem Planeten hat ein Preisschild geführt. Also der ist wirklich OP, der gibt mir wirklich Tausender Boosts. Genau, hier habe ich den. Einfach 10.000er Boost-Dinger. Das ist schon heftig. Wenn ich den Scanner anschmeiße, also die Ressourcen, die er dir alle anzeigt, ist schon. Wahnsinn. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier lübt. Genau. Ich gebe den mal erstmal den Schatz. Übermitteln kostbaren Sonnensteinen. Genau, ich bekomme eins aus gleichwertiger oder größerer Seltenheit. Ja, in dem Fall habe ich einfach das gleiche Gefühl, glaube ich, bekommen. Ich glaube, hier könnte man, glaube ich, nach den Werten halt immer gucken, was ist Mehrwert oder ähnliches. Da kannst du die Dinger ja hochgammeln. Wo ist das? Halbe Mille ist es wert. Okay, kann ich das oberste auch verwenden oder kann ich das bloß einmal pro Tag machen? Okay, bestimmt einmal bloß pro Tag. Aber das lübt doch. So, hast du schon Restock gemacht bei deinem Shop? Oh, hat einen Restock gemacht. Nice. Her mit den geborgenen Daten. Halbleiter hat er auch, die sind aber ganz schön teuer. Und hier gibt es auch diese Aminokammern, habe ich mir schon welche geholt gehabt. Weil irgendwas wollte ich damit bauen, ich komme gerade nur nicht drauf, was das nochmal war.
So, wie viele geborgene Daten habe ich jetzt? 22 Stück. Perfekt. Ab in die Anomalie. Ich muss was erlernen. So, aufgenommen. Mit den Spielständen laden oder was? Also im Moment Sky, die meisten Sachen halt, die beziehen sich halt auf Spielstandladen. Ich sag mal, wie bei dem Schiff zum Beispiel, hätte ich jetzt eine andere Farbe gewollt, hätte ich auch mir bloß so einen, ich sag mal, festen Spielstand machen müssen. Und hätte ihn einfach mal wieder reinladen müssen, bis ich das perfekte Schiff habe oder sonst was. Hat man zum Beispiel damals gemacht, zum Beispiel dieses kleine Schiff immer zu bekommen. So, genau. Ich wollte erstmal was erlernen. Warum sind denn so viele am Nexus? Ist irgendwas los, was ich nicht weiß? Nö, lohnt sich tatsächlich nicht wirklich was. Also für mich jedenfalls nicht. So, mal gucken. Wo haben wir die? Da haben wir. So, perfekt. Erstmal Landefeld. So, 12 Stück habe ich noch. Jetzt bin ich tatsächlich am Überlegen. Warte mal, was gibt es zu überlegen? Wir wollen Essen produzieren. Essensmaschine her damit. Null. So. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Was gibt es denn hier noch? Nutztiereinheit. Automatischer Fütterer. Oh. Das heißt, bloß noch aufstehen, dann mal, ne? So. Das Ding ist natürlich auch nicht schlecht. Aber das alternative Landefeld, keine Ahnung, ist das klein oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das war so ein Ding, was du einfach überall gefühlt hinsetzen konntest. So, einen habe ich noch. Da hole ich mir mal das Gerüst. So. So, was sagen die Nanit? So, warte mal, da können wir ja nochmal eben alles hier hochheben. Warte mal, Exo-Fahrzeuge. Dafür brauche ich auch noch geborgene Daten. Stimmt, da war ja was. Achso, und heute ist der Top-Trade geborgene Daten, ne? Kannst du verkaufen gehen, kriegst Nanit für. So, kann ich dir schon wieder was Neues geben? Ich habe schon wieder Entdeckung. Keine neue Entdeckung. Okay. So, ich bin noch mal eben kurz AFK und dann geht er gleich wieder weiter. Oder warte mal. Ah ne, wir haben so schon 52. Ich mache noch ein bisschen weiter. Von um 12 muss ich nachher auch wieder auf. Den Schlaf von gestern nachholen.
Oh, in der Silo gibt es eine Entscheidung. Perfekt, da müssen wir natürlich gucken, ne? Wir müssen wieder gucken, was da an Hinrichtung abläuft. Ich meine, was? Das wird Bruch. Vorhin auch, die Wächter hatten übelst die Macke gehabt. Die wollten halt die ganze Zeit meine Siedlung angreifen. Ich mach die platt. Greifen sie einfach weiter an. Nachdem der Angriff eigentlich vorbei sein sollte. Die machen einfach weiter. So, mal Lucky Lucky machen. So. Oh, politische Entscheidung treffen. No, das merke ich schon. Ich habe gestern bloß so eventuell 2, 3 Stündchen geschlafen. Sehr angenehm. So, unsere Wissenschaftler suchen nach einem neuen Projekt. Eine Fraktion zielt auf die Verbesserung der Fürsorge für unsere Bürger ab. Die anderen finden das lächerlich. Sie wollen die Verbesserung der Wartungssysteme. Hier. Ach so, hier wird ein Negativeffekt weggemacht. Hier, entfernt Atmosphären von Misstrauen. Neue Funktion, häufig Ferien. Ich frage, was ist das denn für eine Partysiedlung? Also vorhin wollten die alle so eine übelst kranke Party-Lounge haben. Da habe ich schon gesagt, so nö, wir machen jetzt so eine Industrie für diese Kühl, irgendwas war das. Ich glaube Kühlflüssigkeit oder so, was die jetzt da gerade am Produzieren sind denn. So, auf Sand gebaut, neue Funktion, unfallsicher Drohnen. Also ich meine, bei dem letzten, da habe ich auf Produktion gesetzt. Ich würde sagen, das geht auf Produktion und das geht wieder auf Bürgerzufriedenheit. Stimmt, hast auch wieder recht. Das hat mich jetzt überzeugt. Außerdem will ich wissen, was das für ein Effekt ist. Hey, guck mal, die Uhr geht runter. Perfekt. Oha, 21 Stunden. Dann mache ich plus. Hat sich gelohnt. Senkt die Wartungskosten. Okay, das ist nice. Und deutliches Plus. Produktivität, die macht pro Tag 128.000. Wartungskosten sind 100.000. Also ich mache hier einen Plus auf jeden Fall von ungefähr, sag ich mal, 26.000, 27.000. Ist schon mal ein kleiner guter Anfang. So lippt das. Bock haben die aber hier immer auch mit diesen Negativeffekten halt nicht. Vergiftete Wasser haben sie trotzdem, obwohl ich irgendwie so ein Wasserding dahin gebaut habe. Ach so, nee, du darfst nicht vergessen, ich war gestern halt gar nicht online und das Ding läuft halt einfach weiter, wenn du offline bist. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Spielstand, wo du eine Siedlung hast, du bist einfach mal eine Woche offline und dann guckst du so rauf. Ich weiß ja nicht.
Aber das Schlimme ist, du musst halt jedes Mal Entscheidungen treffen, irgendwelche. Und da könnte es auch wieder sein, dass die Uhr dann einfach wieder anfängt zu laufen. So, warte mal, da habe ich irgendwas mit 1% gesehen. Was war das denn? Ach, Wächteralarmstufe. Ja, das ist mies. Steht der hier noch in der Ecke? Nö. Achso, und hier, wenn du Uran oder Gold brauchst, ne, das kann ich hier alles abbauen nochmal. Die Dinger wachsen hier bei mir die ganze Zeit. Ich baue das gar nicht mehr ab. Guck mal, hier ist zum Beispiel so ein Wasserding. Ich weiß gar nicht, kann das auch sehen, was das ist? Nee. Das hier ist zum Beispiel, damit die sauberes Trinkwasser haben. Trotzdem haben die den Effekt vergiftetes Wasser. Also ich weiß ja nicht, warum die sich selber das Wasser vergiften sollten, aber... Kann ich hier auch irgendwas machen? Nö. Ah, sieht man nochmal, ist eine Klasse C-Siedlung. Ich weiß auch nicht, ob man die damit auch upgraden kann. So, Fakt ist, die Siedlung braucht auch mal was. Ich weiß nur nicht, ob ich das... Nö, kann ich hier nicht bauen. Perfekt. Lass mich raten, den kann ich nicht hinbauen, weil Siedlung ist. Belastend. Oh nein. Ups. So, dann bauen wir doch gleich erstmal die Essensmaschine, ne? Ich meine, was? Oh, das wäre so ein kleiner Putziger. Hui. Ne, warte mal, ich glaube, das muss ich so machen. Lul. Der ist sogar blau. Die Dinger fangen aber auch gefühlt an, erst zu produzieren, wenn ich wieder hier bin. Bei der Base. So, ich war über ein Jahr offline und hab nichts hat. Na gut, dann hast du aber auch eine andere Klasse an Siedlung bestimmt oder in irgendwas. Irgendwelche Bodies musst du ja schon drin haben, denn. Oder andere Eigenschaften. So, ich muss ja noch das Ding hier hinbauen. Kurz mal gucken, wie schaut das aus? Das wäre dieses alternative Landefeld. Das andere, das muss immer irgendwo, glaube ich, eine feste Anbindung haben, ne? Irgendwie sowas, so. Würde ich mal sagen, Raumschiff, land mal. Ach, hier vorne auf den Dingen kannst du gar nicht landen. Perfekt. Genau, land einfach mal hier. Ich brauche mal eben Ressourcen. So, mal gucken, wo baller ich dich hin? Überlegen, 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 überlegen. Okay, fertig, überlegt. Ich habe doch Gerüste gemacht. Was sind dann? Ach, das ist alles Energiedings gewesen. Kann ich das bloß an hohen Kanten hin machen? Tatsächlich.
Ich kann ihn nicht skalieren. Okay, dann muss ich was anderes versuchen. Zack. Kann ich den jetzt daran ballern? Ne, da hat er immer noch keinen Bock drauf. Ich muss es halt for real an so einem Felsendingern machen, oder? Mal gucken. Oh, da kommt aber noch eine Idee. Perfekt. Aber die kann ich nicht so einfach umsetzen. Da fehlen mir noch ein paar Teile für. Gut, dann würde ich sagen, mache ich die erstmal provisorisch. Mache ich einfach hier neben erstmal was hin. Damit ich überhaupt ein Landefeld habe. So, wo ist das nochmal? Stabiles, verstecktes Landefeld für Raumschiffe und das hier. Nimmt sich nicht viel, nur dass die Dinger wahrscheinlich anders aussehen, ne? Obwohl, bei dem sehe ich gerade. Ja, huch. Bei dem sehe ich tatsächlich kein Ding zum Rufen. Und bei dem kann ich, glaube ich, Raumschiff rufen, ne? Aber ich glaube wirklich, dass es bloß dafür ist, dass es sich hier ranballern kann. Okay, jetzt balle ich aber erstmal das hier so hin. So, zack. Gucken, aber es müsste. Ah, doch hier. Perfekt. So, dann habe ich schon mal ein Landefeld. So, wo haben wir die Essensmaschine? Da ist sie. Perfekt. Ach, ein hermetisches Siegel fehlt mir. Hier kann man jetzt alles Mögliche reinballern. Zack. Gucken, können wir da irgendwie ein witziges Bild von machen? Wieso, guck mal, sieht das nicht lecker aus? So, perfekt. Ah, das passt nicht so ganz vom Winkel her. Ach, schade, jetzt ist es schwer durch mit den Pochen. Nicht den Signalbooster.
Ab ans Essen. So, was haben wir hier? Verarbeitetes Fleisch. Und wenn ich das jetzt durchballer, macht er glaube ich auch noch. Ne, macht er nichts. Okay, perfekt. Frische Milch. Jetzt macht er bestimmt warme Brotmilch, ne? Oh, die Sahne. Richtig lecker. 5400 direkt wert. Was werde ich die nochmal durchballern? Ist nicht wahr. Geschlagene Butter. Wie viel ist die wert? 7200. Was ist, wenn ich die jetzt noch reinballer? Oh, schade. Ich dachte schon, endlos Prozess. Gut, gefrorene Knollen. Mal gucken, was kommt denn da raus? Die sind 8000 wert. Das Essen. Ach, das hätte ich mal neben der Schüssel machen sollen. Genau, hier gibt es richtig Gänge-Menüs. So, jetzt hat das einen Wert von 18.000, einfach plus 10.000 gemacht. Gedünstetes Gemüse. Was will ich das nochmal durchballern? Gibt's da Verbranntes? Nö. Was gibt's denn noch? Mordit. Was passiert, wenn ich das reinballer? Oh. Fleischstückchen. Hau durch. Gerade 4000 wert. Das müsste ja den Wert von 14.000 haben, oder was? Oh, jetzt haut aber richtig die Stufen hoch. Warte mal, die Ansicht muss man doch irgendwie auch genießen können, ne? Oh, guck dir das mal an. Richtig lecker. Guck mal, hier noch leckere Gewürze. Eine Schüssel, die ist leider schon leer, ne? Ich war das natürlich nicht. Hier war schon trinken und... Ich glaube, das Teil, das ist zum... Ich glaube, das ist zum Umrühren oder so. Ach nee, das ist immer, wenn jemand unbefugt einfach an das Essen rangeht, dann kannst du damit auf den Pfoten hauen. Ist radioaktiv verstrahlt, dann sagst du so, eine Taste davon. Ja, herrlich. Ja, gut, ich stehe jetzt wahrscheinlich erstmal hier so 100 Jahre rum. So, da wollen wir mal, wir müssen da noch ordentlich was herstellen. Obwohl, wollte ich nicht offline gehen. So, einmal schnell teilen. So, ah, stimmt, da war ja was. Ich muss auch noch Batterien da drin platzieren. Ist ja noch nicht fertig. Baller ich jetzt einfach mal hier so hin. Denn jetzt kann ich nämlich hier die Platten vielleicht wieder, wenn ich Glück habe, anbauen. Wenn ich jetzt noch wüsste, welche Platten ich dafür genommen habe. Habe ich die einfachen genommen? Nee, 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 nee. Das kommt ja gar nicht hin von der Farbe. Aber die glaube ich auch nicht wirklich, nee. Kann ich das irgendwie, mal gucken? Nö.
Nee, jetzt könnte ich das dagegen austauschen, aber. Ah, da habe ich doch die genommen. Als ob. Okay, perfekt. Gut, dann baller ich die hier mal so weiter. So, mal gucken, da kommt das. Ja, das wird auf jeden Fall was. Das war wohl nix. Oh Gott, schon wieder nichts. Dann mache ich das hier auf jeden Fall nächstes Mal weiter. Dann habe ich hier schon mal Platz für einen Basic-Raum. Ich sehe, und das ist auch schon gut durchgeballert. Hat jetzt einen Wert von. Okay, Entschuldigung. Oha. Das ist krank. 80k. Okay, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch die fleischigen Wurzeln. Wait a minute. Kann ich das? Auf Zutatenlager zugreifen, was? Das heißt, im Frachter muss das Essenslager langsam mal umsortiert werden, ne? Heißt, komm mal, stimmt das Teil? Okay, das ist. Silikonei? Alter, Gesundheit. Also, wieso? Ich wünsche dir guten Hunger, ne? Wie viel ist denn das wert? Oha. Gar nicht mal so wenig. Oh, siehst du? So schnell geht das. Was passiert, wenn ich diese Kreaturenriegel eigentlich hier auch noch reinmache? Okay, da macht er mir nichts draus. Das wäre jetzt aber auch irgendwie ein bisschen weird. Mal gucken. Leopardenfrucht. Ich meine, das kann man doch, glaube ich, noch anpflanzen, ne? By the way, hier ist ein Holzapfel. Ich hau mal einen rein, mal gucken, was rauskommt. Ach, geht nicht. Schade, das Holz. Warte mal, da steht aber schon, was ich noch reinmachen muss, ne?
1600. Ich glaube, der Wert wird auch gleich wieder komplett übertroffen. Boah, ich überlege halt noch, ob ich mir das halt höher mache. Oh, warte mal, das sieht gerade schön aus. Einfach perfekte Reihe. Oh, 32.000. Aber ich glaube, in einem Punkt sind wir uns einig, ne? Das Zutatenlager ist deutlich zu klein. 50 Plätze. Mal, was passiert, wenn ich den Kohlenstoff da reinballer? Das ist 1708, aber die Dinger dürften doch gar keinen Wert haben. Okay, ich mach den mal ganz kurz an. Einer ist 20 wert. Habe ich die jetzt rausgenommen? Weil den Kohlenstoff will ich dann nicht jetzt durchballern. Richtig, genau so, nicht anders. Ja, und ich gehe auf jeden Fall auch da schlafen. So, was kann man denn noch da reinmachen? Warte mal, siehst du, da kommt mir gerade eine Idee. Hier ist so eine. Ich schwöre, die haben alle das Essen gerochen. Und hier sehen Sie verfressene Fettsäcke in ihrer natürlichen Umgebung. Toll. So, aber genau die brauche ich ja gerade. Mal gucken, was habe ich hier gerade? Nee. Ja, damit kann man arbeiten. Genau. So will ich das sehen. Einmal abbauen. Und tschüss. Oha. Selbst wenn er rollt, bebt die Erde. Ich war das gar nicht. Nein, nein, Drohne, ihr braucht mich nicht scannen. Ich war das nicht. Warte. Okay, ich hab's gleich. Einmal kurz stehen bleiben. Oh. Drohne will mich die will mich jetzt einfach daran hindern, daraus Essen zu machen. Warte, Untersuchung gegangen, glaube ich nicht. Erstmal let's go. Siehst du, alles direkt vor der Base nachher. Nimmst einfach die schönen Stücke, ballerst da rein. Ich meine, jetzt sind die schon 48.000 wert. Und ein Stück davon ist schon 2.100 wert. Oh, zwei sind schon 4.000, 6.000. Vor allem, wie schnell der das hier durchballert. So, erstmal abbauen.
Erstmal abbauen. Hier wird sich gar nicht groß bewegt. Einfach abbauen. Oh. Alter, da ist der gerade leer geworden. Kann es das sein, dass die instant nachspawnen? Ach nee, die liegen da hinten einfach noch rum. Ich dachte die ganze Zeit, ach so, da stehen wieder welche. So, perfekt. Oh, schon wieder voll oder was? Ach nee, läuft noch. Guck, kannst du immer die nächsten nachfetzen. So, einfach 24/7 fahren. Und ich habe schon wieder eine halbe Stunde länger gemacht, als ich eigentlich wollte. Alles Essen schuld. So. Ach so, ja, da oben muss ich auch noch mal ganz kurz gucken. Da ist sowas reinballern muss, dann spare ich mir nämlich morgen die Zeit. Na, wieder eine Fregatte. Oh, drei Stück. Und 135 Silber. Gut. Einmal safen. So, und dann würde ich sagen, hau da erstmal rein und dann bis, ja, wahrscheinlich wieder morgen.